Monate Januar bis März bedeuten für mich immer finanzielle Engpässe, denn es ist Oscar-Season und die ganzen großen, guten Filme laufen an. Um alles zu sehen, müsste man quasi täglich im Kino sitzen. Abseits der lauten Öffentlichkeit gibt es aber auch die kleinen, guten Filme. Die Filme werden meist ohne viel Geld, aber dafür mit viel größerer Leidenschaft produziert und laufen nicht im Kino, sondern irgendwo versteckt auf den Filmfestivals dieser Welt. Und das sind besondere Filme. Und wir sind ein Arthouse-Filmmagazin und wir wollen diese Filme sehen. Herzlich willkommen zu Filmfest Spezial. Das neue Jahr ist einen Monat alt und auch bei uns hat sich so einiges verändert. In Zukunft laufen wir nicht mehr unregelmäßig direkt nach den Filmfestivals, sondern ab jetzt monatlich immer zu den aktuellen Kinostarts der sogenannten Independent- und Arthouse-Filme. Und das sind besondere Filme. Die werden nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern die haben kontroverse Stoffe, neue Ideen, neue Ansätze. Und deswegen sieht die kaum jemand. Aber wir finden diese Filme interessant und wenn wir die gut finden, wollen wir sie euch gerne vorstellen. Dabei kann es sein, dass ihr die Filme dann gar nicht im Kino sehen könnt, sondern auf Internetseiten, auf Streamingseiten, weil gerade Independent-Filme immer mehr den Weg ins Internet gehen, vorbei an den großen Studios. Wir hoffen, wir treffen mit der Auswahl euren Geschmack. Filme und diese Filme insbesondere sind dazu da, dass man über sie redet, dass man über sie diskutiert. Deswegen gebt uns euer Feedback, sagt, was ihr von den Filmen haltet, wie ihr sie gesehen habt und ob ihr mit unserer Meinung übereinstimmt. Das könnt ihr auf verschiedene Wege tun, am einfachsten auf YouTube in den Kommentaren. Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schicken, die E-Mail-Adresse wird jetzt da eingeblendet. Wir sind auch bei Facebook, bei Instagram, also wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann klappt das. Ansonsten bleiben wir auch 2018 ein Ausbildungsformat. Der Bürgerfernsehsender H1 aus Hannover und O1 aus Oldenburg. Das gesamte Team von Filmfest Spezial besteht nur aus Auszubildenden und Volontären unter Leitung von Chris Ostermann, unserem Regisseur. Ich mache das hier auch zum ersten Mal, also verzeiht, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hakt. Wir wollen es ausprobieren mit dieser Sendung. Wir wollen Fehler machen, wir wollen kreativ sein, denn nur durch Fehler lernt man. Also sagt uns, wenn ihr Änderungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen für die Sendung habt, teilt die uns gerne mit. Wir nehmen das gerne auf.